Yeah, hallo und zurück bei Jack King. Hier können wir einen Seestern aufnehmen. So. Wir waren beim. Ja. Wir sind das letzte Mal hier sozusagen auf. Na, nicht auf Grund, aber. Zugegeben. Zerschellt sind wir schon. Auch schon in angenehmeren Situationen. Ja, du bist der Grund, dass wir hier sind. Ja, und dieses Chaos hier hinten, das hat im Prinzip auch er hier verursacht. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, ja. Ich hoffe, dass. Können Sie mir irgendwie helfen oder sind Sie zu gar nichts nutze? Ja, ich könnte Ihnen ein wenig von meiner extrem hilfreichen Geheimagentenausrüstung überlassen. Zum Beispiel dieses Nähzeug. Nähzeug? Das ist ja wirklich enorm hilfreich. Habe ich doch gesagt. Haben Sie noch was ähnlich Nützliches dabei? Nun ja. Ähnlich nützlich könnte diese extrem kurze Lunte sein. Eine Lunte? Ohne Sprengsatz? Himmel, soll ich etwa mit Sprengsätzen in den Taschen herumrennen? Nun gut, ich frag dich weiter. Ich kann mit dem Kram ja irgendwas umfangen. Zum Beispiel die Risse an meiner Hose nähen. Was? Schon gut, ich habe nichts gesagt. Ich sehe mich mal um. Kann ich schaden. Ja, was für ein Geheimagent. Er hat eine Zündschnur ohne Dynamit, ganz große Klasse natürlich. Und Nähzeug, ach nee, Bindfaden haben wir hier und das ist das, was ich vorhin aufgehoben habe, ja. Ein Bindfaden, ganz große Klasse, das ist ja schon, boah, Agentenausrüstung hoch 10, was war das? Ist egal. Oh, ich will da hinten rennen. So, was haben wir hier? Tote, das ist schon mal nicht. Ja. Da ist nicht mehr viel Benutzbares übrig. Dann nehme ich mal die Muskete. Das sollte ich mir genauer ansehen. Das Gewehr ist zwar Schrott, aber es ist noch etwas Schießpulver drin. Boah, Schießpulver. Schieß. Also ja. Ich kann eine Öffnung auf der anderen Seite sehen. Ist das schön. Halt, jetzt bist du zu weit gelogen. Hier, den Seestern. Den. Willst du mich lynchen? Ich will den Seestern haben. Jetzt. Ein hübscher Seestern. Geht doch. Und jetzt nehmen wir das Messer, weil das ist ja hoffentlich durchtrennbar. Cool. Ich stehe ganz ungünstig, weil ich kann das Dickicht nicht mehr anwählen. Ach doch, hier. Gefunden, der Geräusche macht. Jetzt muss ich Schiss kriegen, oder? Da liegt auch ein Seestern. Ein hübscher Seestern. So. Und können wir noch was machen? Nö. Ich gehe mal also weiter, da liegt nämlich noch ein Seestern, den ich auch haben will. Schön, aber nutzlos. Ja, schön, dann bitte. So. Da steht der Blödmann, lassen da stehen. Wir gehen jetzt hier hoch. Herr, durch die Muskete haben wir Schießpulver gekriegt. Ich glaube, der muss weggepumpt werden. Ein großer Felsbrocken. Ja. Ist der das Schießpulver aus der alten Muskete? Ja, nimm das Schießpulver, steck mal in das Spar. Ich hab das Schießpulver Elefantchen. So. Ja, schön, dass es Bindfaden. Ich glaube, jetzt kommt die Lunte rein. Der Sparelefant ist bereit. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee, echt? Das werde ich kaum in meiner Tasche machen. Wieso klappt das jetzt nicht? Das scheint nicht zu funktionieren. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das ist als Lunte zu dünn. Echt? Das wird nicht funktionieren. Was ist denn jetzt? Das wird nicht funktionieren. Ein großer Felsbrocken. Er ist ein bisschen locker. Ja, mag sein, aber wieso? Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, wenn ich das Ding nicht anzünden darf. Das werde ich kaum in meiner Tasche machen. Ach so, ja. Alles klar. In der den Felsspalt. Der Elefant steckt in der Felsspalte. Ja, den hätte ich fast übersehen, so groß ist der. Na gut. Dann zünden wir das Ganze mal an. Ja,
das bisschen Schießpulver macht so einen Lärm. Ja, schon klar. Rüber jumpen. Yippie. Das ja, der hat ja Höhenangst, stimmt. Da waren sie aber schnell. Anschleichen ist eine meiner leichtesten Übungen. Ich könnte das jetzt falsch verstanden haben, aber sollte man, wenn man sich anschleicht, nicht unbemerkt bleiben und nicht gleich auftauchen? Nein, ist egal. Mal sehen, ob er mir jetzt nochmal helfen kann. Interessante Vorgehensweise, Mr. Keen. In meiner Ausbildung hingegen habe ich gelernt, dass Sackgassen nicht der beste Weg nach oben sind. Ha, ha, ha. Mann, was sind wir heute witzig. Ja, das stimmt. Und Sie haben vortrefflich gelernt, unnütz herumzustehen. Aber nur solange andere meine Arbeit machen. Oh, habe ich das laut gesagt? Nein, ich habe es konsequent überhört. Alles, was du sagst, überhöre ich ab jetzt. Hätte ja sonst keinen Sinn. Oh, hier ist eine... In seiner vorherigen Position hat es mir besser gefallen. Konnte ich hier nicht runterklettern? Konnte ich nicht. Okay, ja, was mache ich denn jetzt? Ich betrachte eine Säule. Vielleicht könnte uns diese Säule helfen, weiter nach oben zu gelangen. Ja, habe ich mir auch gedacht. Binnenfaden ist ja Schwachsinn. An dem Binnenfaden den Berg runter zu klettern, also dem Schiff runter und so. Irgendwas habe ich verkehrt gemacht, ich weiß aber nicht mehr was. Ich weiß irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, jetzt gehe ich den ganzen Weg zurück, habe ich das Gefühl. Weil ich irgendwas vergessen habe. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, geh. Ah ja, runterklettern. Oder auch nicht. Hier ist nichts. Cool. Da ist nichts. Soweit ich mich erinnern kann. Interessante Vorgehensweise, Mr. Keen. In meiner Ausbildung hingegen habe ich gelernt, dass Sackgassen nicht der beste Weg nach oben sind. Ich bringe uns hier schon hoch und dann sehen wir weiter. Hier hoch? Oh ja, aber sicher doch. Vielleicht, wenn wir fliegen oder uns anderweitig in die Höhe katapultieren könnten. Was ist, wenn ich den einfach so in die Fresse haue, dass er hochfliegt? Dann hätte ich wenigstens meine Ruhe. Kann man hier nicht. Ich bin der Meinung, man musste. Was war das denn? Ja, springen über den Abgrund. In seiner vorherigen Position hat es mir besser gefallen. Irgendwas ist. Steht da jemand? Wüsste, was ich vergessen hätte, dann wäre das gar nicht so schwer. Aber ich weiß es nicht. Gehe ich nochmal hier runter, weil es so schön war. Eine Millisekunde, danke. Ist hier was? Schmuggel. Ja, geh wieder zurück. Genau. Ich bin froh, dass ich dich da reingekriegt habe. Du willst wieder raus.
Bestandteil meines Schiffsrumpfes. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Ja, das habe ich auch nicht gedacht. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Lieber nicht zerschneiden. Ja. Langsam. Wurmt. Mich auch. Kann doch nicht wahr sein. Auf jeden Fall musste ich eine Rampe laufen. Dazu hätte ich ein Brett gebraucht, da die Blanke aber nicht will, wie ich will. Jo, wer runterspringt? Ne, oder nicht. Ja, Säule, Kapische. Hier das Video beenden und ach, keine Ahnung, mal drüber nachdenken, was ich vergessen habe zu tun oder zu holen oder so, keine Ahnung. Weil wenn ich jetzt hier stundenlang nur rumrenne, wäre das auch bescheuert. Also dann, man sieht sich, man hört sich oder sonst was.